Schön. Ja, von meiner Seite einen schönen guten Tag, ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz. Ich möchte zunächst Frau Dilma Rousseff herzlich zu ihrem klaren Wahlsieg bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien gratulieren, wo sie sich in einer Stichwahl mit über 55% klar durchsetzen konnte. Wir begrüßen es, dass nun erstmals eine Frau Brasilien regiert und freuen uns natürlich insbesondere, weil wir als Partei Die Linke mit der brasilianischen Arbeiterpartei PT in einem freundschaftlichen, solidarischen Beziehung unterhalten. Vor allen Dingen betrachten wir dies auch als eine Chance, die demokratische und soziale Entwicklung Brasiliens weiter voranzubringen. Ich möchte mich zunächst äußern zur Debatte um höhere Löhne, die nun auch Herr Brüderle aufgenommen hat. Gleichzeitig lehnt Herr Brüderle jede aktive Rolle des Staates bei der Lohnpolitik ab und hält gesetzliche Mindestlöhne nach wie vor für ein Tabu. Das ist wirklich absurde Politik. Wir haben eine Situation, in der Unternehmen auf der einen Seite 20% Gewinne machen und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern etwa 2% mehr Löhne anbieten. Das steht in keinem Verhältnis. Wir setzen uns deswegen ein für gesetzliche Mindestlöhne. Wir wollen, dass ein gesetzlicher Mindestlohn noch in dieser Legislaturperiode eingeführt wird. Und wenn es Herr Brüderle ernst meint mit seinen Ankündigungen, dann muss er jetzt die Debatte um gesetzliche Mindestlöhne aufgreifen. Wir sagen, gute Löhne sind auch eine Frage guter Gesetze. Wenn es die Bundesregierung ernst meint, muss sie gesetzliche Mindestlöhne einführen. Wir betrachten die Einführung der gesetzlichen Mindestlöhne auch deswegen für dringend notwendig, weil, wie Sie wissen, am 1. Mai 2011 der Arbeitsmarkt weiter nach Osteuropa geöffnet wird. Das begrüßen wir als Linke prinzipiell. Wir sagen aber, wenn die Öffnung der Arbeitsmärkte nicht einhergeht mit der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes, dann wird sich die Lohnspirale weiter nach unten drehen und dann werden wir uns noch weiter auf eine soziale Talfahrt begeben. Ich sage das, die Verbindung, die Einführung von Arbeitnehmerfreundlichkeit mit der Einführung von gesetzlichen Mindestlöhnen auch ganz deutlich im Hinblick auf den anstehenden Integrationsgipfel. Ohne einen gesetzlichen Mindestlohn wird sich der Unmut der Bevölkerung über niedrige Löhne ungerechtfertigterweise auf osteuropäische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konzentrieren. Das muss die Politik verhindern und deswegen sind gesetzliche Mindestlöhne hier der richtige Schritt. Ich möchte mich zweitens äußern zur Debatte um Steuersenkungen. Kaum zeichnen sich Verbesserungen auf der Einnahmeseite ab, meldet sich naturisch der Steuersenker FDP zu Wort. Das ist eine Gespensterdebatte, die wirklich beendet werden muss. Man muss immer wieder daran erinnern, wem die FDP die Steuersenkung zugute kommen möchte. Das sind gut und besser verdienende, Vermögende und Konzerne, die von den Steuersenkungsmodellen der FDP profitieren. Es ist schlichtweg unverschämt, wenn auf der einen Seite der Staat Milliarden im Sozialetat spart, wenn er Milliarden auf Kosten von Erwerbslosen und jungen Familien, auf Kosten von Alleinerziehenden spart und gleichzeitig über Steuersenkungen für besser verdienende diskutiert. Wir als Linke sagen, einen armen Staat zu regieren, ist wie eine Schlittenfahrt, egal in welchen Richtung es geht immer abwärts. Wir als Linke, als Partei der demokratischen Erneuerung, wollen auch einen handlungsfähigen Staat haben. Deswegen müssen wir auch die Einnahmeseite konsolidieren. Und deshalb hat der Parteivorstand am Wochenende auch die Kampagne von Verdi unterstützt, die Einführung einer Vermögenssteuer zum Gegenstand hat. Wir als Linke unterstützen die Kampagne von Verdi Vermögenssteuer jetzt. Handlungsfähigkeit wiederherstellen heißt für uns, die Einnahmeseite muss konsolidiert werden. Wir brauchen einen höheren Spitzensteuersatz, eine Vermögenssteuer für Millionäre, eine Reform der Erbschaftssteuer und natürlich auch eine Umsatzsteuer auf Börsenspekulationen. Das ist die Debatte, die wir
in Deutschland führen müssen und nicht eine Scheindebatte um Steuersenkung. Meine Damen und Herren, der Spiegel hat am Wochenende vorab aus dem Regierungsbericht zur Lage der älteren Beschäftigten am Arbeitsmarkt berichtet. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, um unsere Position zur Rente ab 67 zu wiederholen. Überraschenderweise geht die Regierung hier wiederum davon aus, dass sie die an der Rente ab 67 festhalten möchte. Wenn diese durchgesickerten Einschätzungen tatsächlich aus dem Regierungsbericht stammen, dann handelt es sich bei diesem Werk um nichts anderes als um amtliche Schönfärberei. Die öffentlich zugänglichen Fakten zur Rente ab 67 sprechen ein völlig anderes Bild. Nicht einmal jeder zehnte Beschäftigte war im Jahr 2008 mit 64 noch sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das geht aus einer Anfrage der Linken hervor. Oder nehmen wir selbst den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Oktober. Auch er zeichnet ein dramatisches Bild. Die Arbeitslosenquote der 55- bis 64-Jährigen liegt rund 20% über dem Durchschnitt. Es ist völlig absurd, angesichts dieser Zahlen ernsthaft über die Einführung der Rente ab 67 zu diskutieren. Für uns als Linke bleibt es dabei, die Rente ab 67 ist und bleibt eine brutale Rentenkürzung. Wir werden noch in diesem Jahr im Bundestag hierzu abstimmen lassen. Wir wollen die Rente ab 67 stoppen und werden im Bundestag dazu mehrere Anträge vorlegen. Natürlich wollen wir als Linke einen vollständigen Stopp dieses Irrsinns. Wir sind natürlich als Linke auch gesprächsbereit für jeden Kompromiss zugunsten der Betroffenen. Deshalb haben wir einen Gesetzentwurf eingebracht für eine Verschiebung um 4 Jahre, der ebenfalls noch in diesem Jahr zur Abstimmung gestellt wird. Wir wissen, dass die SPD von der Rente ab 67 abrückt. Wir nehmen auch die Debatte in der Union zu diesem Thema zur Kenntnis. Wir denken, parlamentarische Mehrheiten für eine Verschiebung der Rente ab 67 sind vorhanden und wir als Linke wollen diese Chance nutzen. Meine Damen und Herren, angesichts der aktuellen Diskussion zum Thema Sicherheit und Paketbomben, einige Worte dazu auch von meiner Seite. Die Sprengstofffunde vom Ende letzter Woche haben eine neue Sicherheitsdebatte ausgelöst. Aus unserer Sicht müssen wir jetzt vor allen Dingen eine Debatte darüber führen, ob ausreichendes Personal an den Flughäfen vorhanden ist, ob dieses Personal gut ausgebildet ist und vor allen Dingen auch, ob dieses Personal unabhängig und neutral hier im Interesse der Sicherheit agieren kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich die Menschen deutlich sicherer fühlen, wenn sie sicher gehen können, dass es Polizisten und ausgebildete Sicherheitsexperten sind des Staates, die hier an den Flughäfen auch für die Sicherheit sorgen, die Pakete kontrollieren, dass sie sich damit sicherer fühlen, als wenn die Fracht vom Sicherheitspersonal von privaten Firmen kontrolliert wird. Es gilt für die Flugsicherheit ausreichendes, qualifiziertes und natürlich auch gut bezahltes Personal zur Verfügung zu stellen. An dieser Stelle fehlt im Moment jeder Überblick. Niemand weiß, wie dicht die Kontrollen sind und wie genau von wem kontrolliert wird. Diesen Überblick muss sich der Innenminister schnellstmöglich schaffen. Dann müssen wir schnellstmöglich über die Konsequenzen diskutieren. Wir als Linke sehen gut ausgebildetes Personal als Schlüssel, um die Sicherheit an den Flughäfen weiter zu erhöhen. Meine Damen und Herren, ich möchte noch auf einige weitere Ergebnisse des Parteivorstandes eingehen. Wir haben selbstverständlich zum Thema Stuttgart 21 beraten. Im Parteivorstand war ein Aktivist gegen Stuttgart 21 zu Gast. Der Parteivorstand der Linken begrüßt, dass eine aktive neue Bürgerinnen- und Bürgerbewegung entsteht. Die Defizite des politischen Systems, aber auch die Arroganz der Mächtigen wird in der Situation Stuttgart 21 deutlich zutage. Es werden immer mehr Entscheidungen an den Bürgerinnen und Bürgern vorbeigetroffen.
Aus diesem Grunde haben wir erneut über unsere Forderungen zur Verbesserung der direkten Demokratie beraten. Wir denken, mehr Demokratie ist die Kernaussage, mehr Demokratie ist das, was wir als Antwort auf Stuttgart 21 brauchen. Der Parteivorstand wird sich in seinen Arbeitsgruppen auch mit diesem Thema beschäftigen und Vorschläge zur Verbesserung der direkten Demokratie erarbeiten. Die Linke führt auch ihre Debatte zur Strategie konstruktiv fort. Wir sind uns einig, die Linke muss mit eigenem Profil sich präsentieren. Die Linke wird eigene Reformalternativen stärker in den Vordergrund stellen. Die Abstimmung über die Wahlstrategie wird dann auf der Dezember-Sitzung des Parteivorstandes erfolgen. Bis dahin wird die Wahlstrategie auch mit dem Papier der beiden Parteivorsitzenden und des Fraktionsvorsitzenden abgeglichen. Und das dient natürlich auch der Tatsache, dass hier keine Missverständnisse entstehen und dass die strategischen Aussagen in beiden Papieren eng miteinander abgestimmt werden können. Wir haben außerdem eine AG-Vergütung am Wochenende eingerichtet. Es hat hierzu einen einstimmigen Beschluss gegeben. Diese AG hat die Aufgabe, Maßnahmen, die Maßstäbe für die Vergütung festzulegen. Hier ist, wie gesagt, ein Gremium gebildet worden und ein einstimmiger Beschluss dazu gefasst worden. Ich möchte Sie abschließend aufmerksam machen und natürlich auch herzlich einladen zum Programmkonvent der Linken, der am kommenden Sonntag in Hannover stattfinden wird. Die Anmeldungen zum Programmkonvent der Linken sind etwa 3- bis 4-mal so groß, wie wir es ursprünglich gedacht haben. Wir rechnen also mit einer Veranstaltung von über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das übertrifft alle unsere Erwartungen und wir freuen uns außerordentlich, dass das Interesse in unserer Mitgliedschaft an inhaltlicher Diskussion hier sehr groß ist. Wir erwarten eine durchaus kontroverse Diskussion, auch anhand von Streitfragen. Aber wir hoffen natürlich sehr auch auf eine konstruktive Debatte in unserer Mitgliedschaft. Inhaltliche Kontroversen haben der Linken noch nie geschadet, solange klar ist, dass es im Kern darum geht, um die besten Lösungen für die Menschen zu bringen. Deswegen ist uns dieser Programmkonvent ein hervorragender Anlass, über Politik, über die Inhalte der Linken zu diskutieren. Ich darf ankündigen, dass wir auf diesem Programmkonvent auch den Testlauf starten für eine internetbasierte Programmdebatte. Auch die Linke möchte diese demokratischen Räume nutzen, die das Internet bietet, und eine internetbasierte Programmdebatte starten. Das ermöglicht es, sehr vielen Menschen sich an der inhaltlichen Diskussion einzubringen. Das ermöglicht es auch, sich über andere Grenzen hinweg zu verständigen. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir als Linke jetzt mit diesem innovativen Instrument auch eine internetbasierte Programmdebatte eröffnen können. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank.